Hi Metalheads, willkommen zu Metals Forever, Show Nummer 239 am 7.12.2021. Ein spezieller Tag heute. Die zwei Moderatoren von Metals Forever haben heute Geburtstag und das heißt, in der Aftershow gibt es heute den Peters und Richies Aftershow Bash oder Birthday Bash. Also bleibt dran, das wird so seine Lieblingssongs, meine Lieblingssongs und ich möchte mich jetzt mal gleich bedanken bei allen Metalheads, die mir heute gratuliert haben, den ganzen Tag schon, ab der Morgensendung schon, mit ganz, ganz, ganz lieben Nachrichten, wirklich, wirklich total herzberührend, ganz ehrlich. Und viele Geburtstagscafés sind eingetroffen heute Morgen schon, kann man auch heute Abend machen natürlich, immer sehr willkommen. Und ich möchte heute diese Show nutzen und jemand ganz Speziellen die Show widmen heute. Und zwar eine gewisse Sonja Avantara. Die Sonja Avantara kennt ihr wahrscheinlich jetzt nicht so, vielleicht der eine oder andere kennt sie vielleicht sogar von Facebook. Die Sonja ist ein Fan von mir seit Anfang der 90er. Ganz eine Liebe. Und die hat vor gar nicht langer Zeit einen schweren Schlaganfall erlitten gehabt und kämpft sich jetzt zurück ins Leben. Und heute hat sie mir geschrieben, ganz wackelig und gesagt, jetzt bitte sei nicht böse, wenn ich versuche auch wieder erst zu schreiben. Die hat sich so Mühe gegeben. Liebe Sonja, ich möchte mich echt bedanken, es hat mir wirklich heute Tränen in die Augen gedrückt, weil es mir so klar gemacht hat, wie schlimm es ist, wenn jemand das erleidet und sich ins Leben zurückkämpft. Liebe Sonja, wenn du es jetzt sehen solltest oder ich werde dir einen Link schicken, dass du es anschaust, diese Sendung ist für dich. Und sei stark und du bist eine starke Natur, du machst immer eine Liebe und ich wünsche dir von Herzen eine schnelle Genesung, dass du wieder wirst, wie du warst, nämlich ein Metalhead. Okay? Liebe Sonja, diese Sendung ist für dich. So, weiter geht's. Liebe Freunde, heute unser Geburtstagskind. Neben mir ist unser geliebter Peter Hirsch. Den seht ihr heute in der Aftershow natürlich. Und deshalb ist er heute der Metalhead of the Day. Lieber Peter, gratulieren tue ich dir später. So, Peter ist ein unverzichtbarer Teil der Sendung geworden. Möchte ich gar nicht missen. Der gehört dazu und der macht eine geile Show. Immer donnerstags einschalten. Das macht er sensationell. Und nächsten Donnerstag ist der Michael Schärfel unser Gast. Auch der Number One Fan. Also das wird doch mal wirklich eine geile Sendung. Ich habe schon eine List gesehen. Passt. Sehr guter Setlist. Könnt ihr darauf freuen. Ihr da draußen, ich sehe bloß 2 Likes. Was ist denn los? Liken, Freunde. Haut ein Like raus. Einmal gleich auf die Like. Das, ja, vergesst immer, ne? Der Algorithmus muss hoch. Wir müssen die Show pushen. So, Freunde. Heute ist fast so wie ein Wunschkonzert für mich selber und habe überlegt, wer könnte den Abend starten? Was auch passt zu unserer Band heute. Den Grand Massive. Eine geile Trash-Band. Richtig geil. Sänger Alex ist heute hier. Hab schon mit ihm gesprochen. Passt. Ganz ein cooler Junge und ich sehe gerade, die Zahlen steigen gerade. Jawohl, brav seid ihr, sehr brav. Super, haut's drauf noch, da fehlen noch ein paar. Okay, und ich habe gedacht, gehen wir nach Österreich. Heute lasse ich mal Freunde von uns den Abend eröffnen, passt vom Sound her. Hier sind Silius und mein Lieblingssong von Silius und zwar 7 Demons. Ich würde sagen, let the fucking madness begin. Waiting for hours today, save the face.
Sehr cooler Auftakt. Selios, da kann ich es verkehrt machen. Wenn du so anfängst den Abend, die sind so coole Jungs. Geiler Song. Immer noch mein Lieblingssong von der Band. Absolut. So, liebe Freunde. Dann würde ich mal sagen, jetzt wird Zeit für unseren Hauptact heute. Und zwar Grand Massive. Und mit dem ersten Song, The War of Time. And here we go. Let the madness now begin. Ja, Devour of Time. Da waren Grand Massive, unser Gast heute Abend oder unser Gast heute Abend. Der Sänger ist heute hier, Alex, und ich freue mich jetzt, ihn zu begrüßen. Hallo, Alex.
Hi, servus, grüß dich. Und nochmal Grüß dich. alles Gute zu deinem Geburtstag, ne? Dankeschön, Dankeschön. Freut mich. Wir hatten schon ein schönes Vorgespräch und ja, leider sind der Rest der Gang heute verhindert. Schade, aber wir rocken das zusammen. Wir rocken das auch, ja. Genau. Alex, und ich schaue fange nicht mehr gleich an. Ich will mal wissen, woher kommt der Metalhead? Was ist deine Roots, dein humble beginning? Wie ging es bei dir los? Hast du ein Instrument gelernt oder war Gesang gleich dein erstes Instrument? Für mich ist ein Gesang auch ein Instrument. Wie ging es bei dir los? Kannst du mal zurückgehen in deine Jugend, mal schauen, mal zurück innen, wann es losgeht? Und vor allem, ganz wichtig ist, wann kam dieser Magic Moment? Der Magic Moment, wo du infiziert wurdest mit Heavy Metal, Hard Rock oder Heavy Metal, ich weiß nicht, was bei dir war, aber geh mal zurück in deine Jugend und gib uns mal einen Einblick in dein Leben als Musiker. Ja, gerne, weil daran denke ich echt gern zurück. Aber es waren immer so Steps bei mir. Ich habe irgendwie die erste Berührung mit Kiss gehabt, tatsächlich, ohne dass ich aber Kiss, glaube ich, gehört habe. Es war einfach nur dieses Auftreten der Band erstmal und das fand ich halt ziemlich geil und da war ich ziemlich geflasht. Aber dann ging es in den 80ern irgendwie mit, ja, erstmal so ein bisschen Poser-Rock los, das ich irgendwie cool fand und dann wollte ich selber Gitarre spielen und richtig gekickt hat mich dann, es war wahrscheinlich wie bei allen so ein Zünder, das war so Maiden und ja, Metallica dann, das waren so, aber dieser krasse Magic Moment war, glaube ich, echt Kiss und der Plattenschrank von einem älteren Freund von mir, den durfte ich immer durchstöbern als kleines Kind schon und da waren so viele Vinylscheiben, die ich irgendwie einfach schon vom Albumcover so geil fand, aber in Maiden war es dann, was mich richtig gekickt hat. Das war der Punkt. Und dann, Mit Paul Di'Anno oder mit dem Bruce Dickinson schon? Ich nehme mal mit dem Bruce es Dickinson. war, also ich habe halt Bruce Dickinson so das erste Mal gehört, dann war ziemlich begeistert. Später war ich dann mehr so Paul Di'Anno-Fan tatsächlich. Also hat mir Echt? total gut Habe ich. gefallen, die ersten Maiden-Platten. Das war mir, was auch irgendwie mich ein bisschen, ja, ausgemacht hat, war dann, dass ich ihn so punkig fand und ich habe später recht viel Berührung mit Punk und Hardcore auch gehabt, später dann. Aber ja, es war auch der Moment, wo ich eigentlich war dann für mich klar, dass ich Gitarre spielen lernen wollte und das war mein erstes Instrument auch tatsächlich, eine Gitarre. Und war auch tatsächlich in meiner ersten Band erst Gitarrist. Und später dann in einer Punkband Sänger. Da habe ich noch nicht so richtig gewusst, was ich mit meiner Stimme mache, aber war halt ein rechtes Rumgebrüll, aber das war dann auch okay. Und ja, und dann wollte ich eigentlich ein bisschen mehr mit der Stimme machen und bin wieder zurück zum Metal gekommen. Eigentlich dann mehr so, ja, klassischer Rock, Hard Rock auch, ja. Du bist ja nicht der erste Sänger von Grand Massive. Du bist ab seit 2012, glaube ich, warst du dabei, ne? Genau, Wenn ich jetzt. 2013 war mein Debüt, glaube ich, so auf der Single, die wir rausgebracht haben, ja. Jetzt haben wir heute 8 Videos von euch, also jetzt noch 7. Davon ist aber nur einer mit dem Ex-Sänger. Der Rest ist alles mit dir. Genau, der ist Und mit Toni Hermansen, ne? Der, mein Vorgänger. genau. Ja, aber stimmlich habt ihr eine ziemlich ähnliche Stimmlage. Also so auch das Klangbild ist sehr, sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Da muss ich Ja. ein paar Mal hinschauen. Ich habe auch noch ein Bild von euch in meiner Webseite gehabt und habe ich gesehen, fuck, das ist ja der alte Sänger. Habe ich es extra ausgetauscht, weil es ist da muss es wirklich in die Band mal reinlesen, wenn man dann nicht unbedingt was findet bei euch. Aber dann habe ich gesagt, okay, in Wikipedia habe ich es da gefunden. Da war ein anderer Sänger da und da gab es auch andere Musik davon. Ich will nicht unbedingt immer nur von anderen Sängern spielen, wenn der Sänger dann da sitzt. Weißt? Aber wir haben Nee. gesagt, okay, einen haben wir. Einen Song machen wir Aber heute, aber spät erst. das ist aber auch gar kein Problem, weil dieser Sänger ist ja auch Teil der Band gewesen. Es ist Maiden ist auch ohne Paul Di'Anno. Also wäre es nicht Maiden, ne? Und gehört Absolut. dazu zur Geschichte der Band. Einfach, genau. So ist es. Devourer of Time. Was gibt es zu diesem Song zu sagen? Du schreibst die Texte, nehme ich an, oder? Genau, ich schreibe auch die Texte. Also das ist ja der Opener von unserem letzten Album, der
4. Wir sind ja da so pragmatisch und nummerieren die Dinge einfach nur durch, wie es halt so alte Metal-Bands oder Rock-Bands auch ganz gerne mal gemacht haben. Die War of Time ist ja vergänglich, die Zeit. Wir sind vergänglich, die Zeit rennt uns davon. So ein klassischer Song über das Verlieren der Zeit und ja, dass man sie halt schätzen soll und damit klarkommt. Das merken erst die Leute, die plötzlich keine Zeit mehr haben. Wenn Ja. die Zeit abläuft, zwar so abläuft, dass du weißt, das kannst du jetzt absehen, dass es wirklich jetzt gleich zu Ende ist, dann kommen dann die ganzen Regrets, dann kommen die ganzen, oh, hätte ich doch bloß das noch gemacht, oder hätte ich das gemacht, warum habe ich es nicht so gemacht, warum bin ich diesen Weg gegangen? Und die meisten übersehen es, dass sie genau, dass der wichtigste Tag der heutige Tag ist. Heute ist der Tag, jetzt ist der Moment. Jetzt muss ich ihn genießen. Und das übersehen viele Leute. Die sagen, ja, ich spare lieber auf, wenn ich jetzt mal in Rente bin, habe ich dann geht es mal gut und so. Und wissen gar nicht, ob sie überhaupt erleben, weil sie nicht davor gestorben sind, durch Krankheiten oder Unfall und vergessen halt. Und kann man sagen, um das geht es eigentlich in dem Song. Genau, die Zeit frisst dir irgendwas weg, ja. Du denkst zwar immer, du musst alles tun, aber irgendwie ist es wie so ein, ne, und schnappt's dir immer weg. Aber ja, genau, wie du es gesagt hast, das ist irgendwie, alles ist vergänglich und das ist in diesem Song irgendwie so ein bisschen dargestellt. Ich schalte mal kurz in den Chat rein. Wir haben ja heute interaktiv. Ihr könnt auch gerne mal immer wieder mal, also du wirst schon mal gegrüßt. Der Michael Lohrmann grüßt dich schon mal Ich von unserem grüße Fanclub. zurück. Sehr. Hallo Michael. Gisela grüßt dich. Auch von unserem Fanclub. Unser ältestes Fanclub-Mitglied mit 69 Jahren. Ein Metalhead vor dem Herrn. Ja, super. Sowas ist Wenn du cool. ihn immer kennenlernst, nicht wieder trinken. Die saftig unter den Tisch. Dass du gleich weißt. Oh. Michael Högele, grüß dich. Hi, alle miteinander. So, jetzt könnt ihr mal alle gleich mal den alles grüßen. Haben wir noch gar nicht gemacht, zum ersten Mal heute. Dass wir so starten gleich, dass du erstmal gegrüßt wirst von unseren Fanclub-Mitgliedern, die meisten hier. Und der nächste ist der Peter Krause, auch ein absolut geschätzter Metalhead, immer dabei. Freut mich sehr. Das können wir auch jetzt noch jeden Song machen, wenn nur neue Grüße reinkommen, kannst du sie direkt grüßen. Ist doch schön. Da würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Song. Ashes of My Revenge. Da gefällt mir das Video gut. Das ist es einfach, aber irgendwie effektiv. Ja, so ein Wer macht heute schönes Videos? Lyric-Video, das ein Italiener für uns macht. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, wenn der Jochen da wäre, hätte es gesagt. Der macht sehr viele Lyric-Videos und ich finde, der hat eine ganz coole Art, das zu machen, irgendwie auch. Ja. Da haben wir noch jemand. Der Harald Alzenauer grüßt dich. Auch vom Fanclub. Wow. Michael Schärfel, auch vom Fanclub. Unser Number One, der hat alle Sendungen bis jetzt gesehen. Alle 239 Sendungen. Ist auch Ordentlich. unser Champion. Der hat Metal Marathon 50 Stunden nonstop, war mit dabei, hat gewonnen. Der Helly. Der wird dann gleich, also der Helly, der liebt auch deutsches Bier. Und wenn der erfährt, was du als Beruf machst, dann wird er sagen, ja, das ist ja cool. Das machen wir dann später. Da würde ich sagen, wen haben wir noch da? Der Tom Gindorf, der ist schuld, dass du da bist. Da. Der Tom Danke, Gindorf, Tom. Vielen jetzt hast du Dank. es. Der hat das verbrochen jetzt, dass ich dich am Krieg habe. Ja, sehr cool, Tom, dass Sie so wir haben interaktiv gerade. miteinander alle. Wir haben vorher darüber gesprochen, weil du mich gefragt hast, wie wir zu euch gekommen sind. Habe ich nachgeschaut in unserem Archiv. Da, Tom Gindorf hat euch gebracht. So, da gibt es schon mal die Hörner, okay, die Pommesgabeln. Das Ja, dann sind würde ich Sie. sagen, haben wir erstmal den Song raus und dann reden wir über den Song selber, okay? Und Sehr dann, gern, ja. in der Zwischenzeit könnt ihr wieder grüßen und dann können wir später nochmal, lese ich dann den Alex die Grüße vor. Und hier ist Ashes of my revenge. This is Grand Massive. They will come to bring me down. Hello, my true believers. They gave me power and this heavy crown. Goodbye, my dealer traitors. The gates are open, I will never return. But this is not my end. You will remember when you
Sehr geiler Sound, schreibt der Michael Schäffel. Das freut mich sehr. We burn your kingdom down. Das ist, glaube ich, die Frage jetzt. Ja. Kommt um Suffering. Was, es ist ganz einfach. Es ist eigentlich so das Lied eines Heilsbringers, der, ja, manchmal ist es der Heilsbringer, der dann irgendwie zum Teufel gejagt wird, weil das irgendwie nicht bringt, das Heil. Also so, da ist die Assoziation zu dem König quasi, ja. Das ist in dem Song so dargestellt. Und ja, dass man die Erwartungen einfach nicht erfüllen kann manchmal und die Erwartungen einfach viel zu hoch sind und die ganze Last, die einem auf der Schulter da liegt, eben von den Leuten, dass irgendwann nicht mehr honoriert wird, was man da tut oder egal in welcher Situation man jetzt da quasi ist oder so. Ja. Und darum geht es eigentlich so in dem Lied. Es geht jetzt nicht so um den König, der mit brennenden Fackeln von seinem Thron gejagt wird, aber ja, es soll es bedeuten. Also man kommt eben als Heilsbringer manchmal in irgendeine Situation und es wird so viel erwartet und so viel Druck lastet auf einem und dann, wenn es nicht passt, wird man von den anderen abgesägt. So ist es. So. Das gibt es sehr oft, auch in der heutigen Zeit. Gerade in der heutigen Zeit. Es ist, man erwartet aber auch immer manchmal viel zu viel von den anderen Leuten, die irgendwas in die Hand nehmen und vielleicht was ändern wollen. Ja. Und vielleicht gelingt das eben nicht immer. Und das ist irgendwie so, ja, die Asche. Ich habe den Link immer wieder, welchen im Chat immer wieder reinhauen. Und zwar, das ist von Daredevil Records. Mhm. Da ist der Shop, wo man eure Sachen kaufen kann. Und habt ihr natürlich auch gleich angehauen, ob ihr uns unterstützt. Ihr seht, du seid selber der Fanclub. Aktiv mit dabei, jeden Tag. Ja, Wahnsinn, mehr das weniger. Ist voll cool. Ist voll cool, ja. Das ist, seit Tag 1 ist das eigentlich. Seitdem wir die Sendung haben, heute ist schon über 239. Und der Fanclub ist schon ziemlich früh gestartet. Und es sind immer die gleichen Leute, wo da sind. Und die halten diese Sendung auch am Laufen. Und sind auch werden viele Freunde, also die Bands, die was dazukommen, sind auch viele Bands. Wir haben auch im Fanclub auch unsere Metalhead VIPs. Das sind die Bands, die wurden mit einem Special Preis natürlich günstiger. Da sind wir ein bisschen humaner für die, dass man die Community ja noch wachsen, dass man noch mehr Fans zusammenbringen, auch die Musiker und Fans zusammenbringen. Und heute sind wieder ganz, ganz wichtige Leute, also wie die sehen das sowieso. Aber das sind immer die Hardcore. Das sind die Leute, die sich auch die Sachen kaufen. Nämlich nicht nur anhören und Streaming und so, sondern auch die kaufen sich die richtigen CDs. Habt ihr eigentlich CDs oder gibt es für euch auch Vinyl? Wir haben auch Vinyl, wir sind ja auch auf Ducator und im Schweizer Label. Da sind wir total happy gewesen, dass wir das alles dann auch auf Vinyl rausbringen konnten, ja. Das ist oft also eine Frage, weil viele von uns von den Metalheads hier, die kaufen Vinyl. Das wird mit Sicherheit damit. Finden Sie alles auf dem Link, wo ich gerade gepostet habe, auf der Daredevil, oder ist es wieder ein anderer Link? Nee, müssten dort zu finden sein oder eben auf unserer Facebook-Seite, da findet man das. Oder eben bei Ducator Records, ihr habt die ja vorhin auch erwähnt, in eurem Vorspann sogar. Und ja, Ducator sind jetzt auch Partner von uns. Genau. Moment, tolle mal, Leute. Super Label. Ja, ich tue es gleich mal, ja super. Ich tue es gleich mal nochmal den euren Facebook-Page. Da findet ihr die Jungs. Einfach perfekt reinschauen. Ja, natürlich. Dafür bekommen wir ein kleines Fanpaket natürlich. Ich mache schöne Werbung jetzt für die. Vielleicht wo kriegt ihr das? Kauft ihr einen. Normalerweise ist es so, wenn eine Band hier überzeugt, dann schreiben sie schon in der Show schon, hab gerade bestellt. Dann kannst du gleich sehen, aha, wir haben uns gerade was verkauft. Verstehst? Und das ist natürlich Support. Die Bands müssen supportet werden. Und ich sehe uns immer mehr als Home of the Metal Underground. Und das habe ich ja gerade im Vorgespräch gesagt, liegt mir immer mehr am Herzen. Und Grandmassive ist so eine Band. Absolut. Ihr seid stabil, es geht dahin. Ihr macht keine Gefangenen. Also eine Ballade sucht man bei euch vergebens. Zumindest habe ich keine gefunden. Und habt ihr was dabei? Nicht so wirklich, aber ja, nee, ja, für mich ist es fast eine Ballade. Nee, es gibt keine.
Schade. Schade. Ja, wenn das so ist, dann wieder schauen. Aber ey, wirklich, ich finde es so cool, dass Metal-Communities sind einfach irgendwie immer cooler. Sie sind irgendwie immer so, so schön zusammen und das finde ich bei euch echt irgendwie ganz schön interessant. Cool. Kannte ich ja vorher noch nicht. Michael Högerle schreibt, auch vom Fanclub, schön gefunden, auf FF, schon gefunden, schön, schon gefunden, auf B und geliked. Und warte ab, ich setze mal im Laufe der Sendung, wird der eine oder andere Käufer schon dazukommen noch, bin ich fast überzeugt. Ja. Irgendwie müssen wir aber machen fürs Fanpaket. Wir wollen es ja verlosen dann, verstehst? Ja, natürlich, das kommt auf jeden Fall. Jochen, wenn du es sehen solltest, du kommst jetzt nicht mehr aus, der hat schon gesagt. Der Jochen, der verschickt das morgen gleich los, das Fanpaket. Der hat sich auch entschuldigt, der Jochen, ist der Gitarrist. Ist auch der Mastermind, kann man sagen, oder? Ja, ist ja, der ist ein bisschen der Mastermind. Lieber Jochen, ich grüße dich, du wirst mit Sicherheit die Sendung später noch sehen. Sei gegrüßt und der hat ja auch alles professionell abgehandelt, alles perfekt. Genauso wünsche ich es mir das. Weißt, kurze Kombination, nicht zu lange. Brav, ich bin nicht da, aber Alex kommt und der Sänger, bam, passt. Wunderbar. Noch ein paar Songs geschickt. Sei, habe ich schon alles vorbereitet. Oh, cool, hat er gesagt. Passt. So, weiter geht's mit Gebrüll und zwar Going into Red. Und das ganze Video auch in Rot schön gehalten. Haben wir überhaupt das gehört? Das ist aber ein interessantes Ding, weil das ist wirklich mein Introduce zu der Band gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir uns alle wirklich zusammen getroffen haben bei dem Videodreh. Okay. Also wir haben das im Bandraum aufgenommen und ich glaube, dass wir wirklich da uns das allererste Mal getroffen haben und zusammen geprobt haben und den Song hatte ich zugeschickt bekommen und den haben wir einstudiert, weil wir sind ja alle irgendwie nicht in der gleichen Stadt. Die einen leben in Weiden und ein anderer Teil von uns ist in München. Und mit dem Song, also da bin ich zur Band gekommen. Und das Video wurde wirklich an dem ersten Tag gedreht, wo wir geprobt haben. Das ist sehr witzig, finde ich. Wie kamst du überhaupt dazu? Kannte sich nicht. Hast du dich beworben gehabt? War ein Casting oder? Ach so, nee. Der Tobi, der Bassist, den kannte ich schon sehr lange. Und der hat mich dann irgendwann mal gefragt, so, ob ich denn Bock hätte, weil sie haben ja einen Sänger, der in Schweden lebt und da ist es recht schwierig dann mit Konzerten und sie würden gern ein bisschen mehr machen. Und dann habe ich mir die Tapes halt angehört und die alte Platte und habe mir gedacht, das ist schon was, wo ich Bock drauf hätte. Und ja, und dann hat der Tobi gesagt, ja, dann üb mal den einen Song ein und dann treffen wir uns alle mal in den Bandraum. Und ja, und dann sind wir da eben hingefahren. Ich hatte einen Freund, der Christoph Harrer, der sehr viele Videos von uns gemacht hat, eben auch die Hour of Time. Und er hat dann gemeint, ja, cool, zu dem Song können wir auch gleich ein Video machen, wenn ich da schon dabei bin. Und ja, das ist dann so entstanden, irgendwie so aus dem Nichts heraus. Und wir kannten uns tatsächlich, also ich kannte die Jungs nicht, die anderen kannten sich natürlich schon, aber ich kannte die halt alle gar nicht. Das ist ganz witzig. Wie war es dann mit dem Gespräch? War klar, dass du ein Sänger sein musst, der auch Texte und so schreibt? War das gefordert von der Band oder hat es dann gleich so geflutscht? Hat es dann gleich so? Genau, sie haben mir ja eigentlich auch Material gegeben, was schon da war, aber der Sänger halt noch nichts drauf geschrieben hatte, der vorige. Und perfekt. Das war dann ganz cool. Und dann habe ich halt mein Zeug drauf gemacht. Das Going into Red ist allerdings eine Coverversion von einem Duster 69 Song. Das ist die alte Band von Jochen. Und das war halt natürlich einfacher dann zum Einüben. Die anderen konnten den schon und ich musste halt nur drauf singen. Und ja, und so kam ich dann eigentlich zu der Band. Und davor haben wir natürlich schon telefoniert. Also der Jochen und ich und Tobi kannte ich ja. Aber die anderen beiden kannte ich eben nicht. Und das war dann schon spannend. Und ja, da ist das Video entstanden. Going into Red. Okay. Dann würde ich sagen, da haben wir doch gleich raus, oder? Der Logo. Wo sind wir? Going into Red. Sehr rot gehalten. Das passt jetzt perfekt zum Namen. Here we go. Going into Red. Here's Grand Massive. Yeah!
Der Wink mit der Flasche ist ja gleich der Wink mit dem Zaunpfahl. Denn jetzt können wir mal, jetzt können wir über deinen Beruf sprechen. Denn wenn, wenn ich jetzt so schaue, wenn du mir so fragen würdest, was ist das da, Alex? Dann würde ich sagen, Medizinstudent? Oder so, wenn ich jetzt so anschaue. Aber ja, du bist ja eigentlich an der Quelle, kann man sagen, oder? Ja, ich bin Schankanlagentechniker. Das ist doch was. Ja. Das ist doch was. Ich warte und baue Schankanlagen, Getränkeanlagen, hauptsächlich Bieranlagen, weil wir sind ja aus München und da gibt es ja Bier. Da gibt es ja Bier. Genug. Also, liebe Freunde, von mir kann man schon sagen, das ist die Brauerei, Hofbräu-Brauerei. Der Top-Manager, das ist mein Freund. Tatsächlich? Tatsächlich, ja, ja. Ich hatte ja in Kambodscha ein Bavaria-Restaurant in Siem Reap und da war Hofbräu mein Sponsor. Ganz groß mit Werbung und so. Ist ja auch eine gute Brauerei. Ich muss es gestehen, da ich ja 24 Jahre nichts mehr sauf, weiß ich gar nicht, wie das schmeckt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es vorher geschmeckt hat, weil da war es mir egal, habe ich alles gesoffen. Aber es heißt, aber das alkoholfreie Weizen hat mir geschmeckt, muss ich sagen. Siehst du? War gut. Aber das wird ja nicht gezapft, das alkoholfreie. So weit sind wir noch nicht. Echt jetzt? Bei uns gibt es noch sehr selten Fassbier aus mit alkoholfreiem Bier. Ja, bist du einer dieser, also jeder Wirt wird sagen, oh, wenn es mal brummt, also gerade das Lokal ist voll und dann geht die Zapfanlage nicht, ist eine Katastrophe. Dann wirst du angerufen, zack, da musst du anrücken. Ja, dann würde ich angerufen werden, aber da ich ja ein Top-Arbeiter bin, wird das nicht passieren. Nein, ich sorge vor, damit sowas nicht passiert, weil ich habe ja auch keinen Bock, dass ich dann irgendwann... Aber wenn jetzt der Schlauch platzt zum Beispiel, kannst du nichts machen, das ist also passiert. Ja, ja. Das stimmt, oder? Aber es passiert so selten, Gott sei Dank. Also es ist schon mal passiert, aber es passiert Gott sei Dank selten. Und manchmal muss dann der Wirt halt einfach auf Flaschenbier umschwenken in den nächsten paar Stunden und dann komme ich erst am nächsten Tag und repariere das. Ja. Haben wir noch nicht gehabt, sowas. Weil wir haben sehr viele Biertrinker hier. Da würde ich mal sagen, mal schon mal in den Chat rein, mal alle mal die Humpen hoch. Machen wir bitte normal ist es immer zum Schluss so, wir sagen, hat euch die Band gefallen, dann hoch die Humpen, lass mal den Chat wieder gelb werden. Und jetzt schauen wir mal, ob er gelb wird. Das dann haben wir mal einen geilen Job. Jemand, der sagt, jawohl, du bist der Lebensretter sozusagen. Ich bin dann quasi zuständig dafür, dass ihr ordentliches Bier in München bekommt. Also nicht in jeder Kneipe, aber in vielen Kneipen. Dafür bin ich, stehe ich mit meinem guten Namen. Ne? Das könnte man nicht bekommen. Ist nicht der Herr Hip? Genau. Der Babynahrung. Babynahrung ist auch, jetzt wird gelb. Oh, schau das mir an. Jetzt ist es so. Wenn du sehen würdest, jetzt ist alles. Oh. Das ist ja geil. Lauter Bierkrüge, gell? Lauter Bierkrüge. Einmal Bierkrug, zweimal Bierkrug, Pommesgabel in der Schweiz. Bierkrüge. Und noch mehr Bierkrüge. Oh, die Schweiz hat nachgezogen. Der sauft doch mit. Bierkrüge. Der Heli trinkt ja bloß 5. Ah, 5 für heute Abend ist auch okay. Ja. Nein, ich bin immer wieder begeistert. Daniel, unser Neuzugang, hat auch mitgezogen. Das schaut im Chat als gelb aus. In YouTube sehe ich gerade, ist es gelb. Hier bei mir ist es schwarz-weiß, also es ist gelb. Cool. So. Going into Red. Wie das Bier. Weißt du da irgendwie eine Hintergrundstory? Gut, hast du nicht geschrieben, aber kennst du da eine Hintergrundstory? Da habe ich jetzt irgendwie nicht so eine Hintergrundstory, weil das hat eben das 69 damals gemacht und die hatten da schon einen Gastsänger, eben den Bruder von, das ist ganz kompliziert. Das war damals der Bruder von dem Sänger, der vor mir in der Band gesungen hat. Hat da quasi als Gastsänger bei Going Into Red mitgesungen. Und den fand Jochen halt so super, den wollte er dann unbedingt in seiner Band haben, aber dann hat der nicht können, weil der spielt bei Mother Misery.
und hat gemeint, mein Bruder klingt genau gleich, nimm den. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Und aber der hat dann auch, ja, mehr weiß ich zu dem Song ehrlich gesagt nicht, aber Going Ist ein into cooler Red Song. ist ein cooler Song auf jeden Fall. Ist der Und auch der in hat halt noch Setlist so bei ein euch bisschen, dabei? bitte? Ist der bei euch in Setlist immer noch dabei? Der taucht manchmal auf, so wie wir Bock haben, gern mal auch als Zugabe, weil er ja so ein bisschen punkig, noch ein bisschen roher ist als die anderen. Also ja, hat man auch gesehen, damals hatte der Peter noch kurze Haare, jetzt hat der Peter lange Haare in dem Video und der Tobi hatte endlange Haare und jetzt hat der kurze Haare. Also das ist schon recht lang her. Also die Bierlawine geht weiter, sehe ich gerade. Es wird immer noch, Hervorragend. es wird gesoffen heute bei Grandmassive. Und wer zapft? Der Alex. Der Metal Party, Ui. was ist das? Das ist Domestos. Du weißt Ja, was ist das? das. Genau, so schaut's aus. Danke, liebe Regine. Richie mit IE, meine Liebe. Da lege ich Wert drauf. Okay, weiter geht's mit Gebrüll. Und jetzt kannst du dich mal zurücklehnen. Jetzt kannst du mal die Arbeit eines anderen Sängers von Gramercy anschauen. Es ist nur einer im Set. Und der kommt jetzt, und zwar der Song Monster. Ist Monster im Programm noch oder ist der aussortiert? Der ist momentan, glaube ich, draußen. Dann hatten wir eine lange Zeit schon auch gespielt. Kann aber auch sein, dass wir mal wieder Lust haben auf den Song, weil ich finde ihn nach wie vor einen sehr guten Song. Auch wenn ich da nicht singe. Das ist ein guter Song. Aber man muss sagen, die Stimmen, der Stimmklang ist sehr, sehr ähnlich. Also das passt. Also ich finde, wenn das die Vorgabe war, da haben sie ja einen perfekten Ersatz gefunden mit dir. Und dass du der Richtige warst, sieht man, dass du seitdem da dabei bist. Das sind jetzt Seitdem doch bin ich schon, dabei. das sind acht Und Jahre wir haben schon. Monster sogar auch noch mal auf der eben auf der Vinylscheibe von der Nummer 3 unserer Platten haben wir noch mal so eine Live-Session drauf gemacht mit mir als Okay. Sänger. Okay. Also den Song gibt es auch Vinyl quasi mit mir in so einer Live-Session als Bonus-Track ist der da auf der Vinyl. Genau. Dann würde ich sagen, Hammer raus. Hier ist Grandmassive von 2011. Hier ist Monster. Thank you.
massiv. Massiv. Grand massiv. Ja, das Video könnte so ein bisschen aus den 90ern noch sein, irgendwie, gell? Weißt du, ja. Wenn er die Strophe so singt, das könnte auch der Ossi-Song sein. Ja, er hat so ein Ossi-Vibe, gell? Ja, hat er. Und auch leichten Ossi, so irgendwie Zach Wild-mäßig so, irgendwie Black Label Society ein bisschen mit drin, ein bisschen. So, nee, also nicht das Shrieking-Gitar, aber diese Chordfolgen. Aber klingt geil. Gefällt ja, mir super. War ja auch die Musik, die mich dann zu der Band gebracht hat. Wenn die nicht so geklungen hätten, wäre ich vielleicht auch nicht zu denen gegangen. Ja. Also fand ich schon recht cool damals, als ich die gehört habe. Ja, also hätte jetzt nicht der Sänger damals dann gebangt, dann hätte ich gesagt gehabt, also Performing bist du dem einiges voraus. Du performst. Wenn du ein Video du zeigst, du hast Attitude. Er stand da, aber dann hat er plötzlich hat er gebangt und hat gesagt, okay, gut. Sonst hätte ich was gesagt, aber jetzt sage ich es nicht. Ja, das Video ist so ein bisschen so, ja, sehr statisch, gell, da. Nicht ja. Die Band performt. Aber ja. Er, so ungefähr, steht dann da. Aber gesanglich hat er super abgeliefert. Also ja. Hat auch gut Attitude in der Stimme drin. Top-Sänger. Mhm. Super. Aber ist halt das ist ein Schwede, der kann das. Die Schweden können das einfach hervorragend. Nee. Alex, du stehst dann hinterher. Also das muss ich schon sagen. Ich sage ja, ihr klingt ziemlich ähnlich. Du hast dein Attitude, er hat sein Attitude. Verstehst? Es wäre ja schlimm, wenn es genau gleich klingen würde. Aber ich finde, dass es der perfekte Ersatz für ihn war, weil entweder macht man ganz was anderes oder man bleibt dem Stil treu, weil es einfach zum Sound passt. Und haben sie mit dir den perfekten gefunden. Also meine Meinung. Dankeschön, ja. Ich hoffe doch. Jetzt kann man dann sagen, dann haben wir vorher, ich habe den vorbereitet gehabt, vom Album runtergeholt und ein bisschen bewegt so, sagt so, schade, da hättest du mich ein Lyric-Video gegeben. So, echt? Wieso habe ich das nicht gefunden? Und dann habe ich geschaut, da habe ich es auf die Schnelle nochmal runtergeholt, während unser Gespräch, du weißt es ja. Und da hast du dich auch als, das Lyric-Video ist von dir, richtig? Ja. Ja, ist von mir, total. Das sieht man, glaube ich, auch, aber... Kann es sein, dass du so Minderwertigkeitskomplexe oder was hast, irgendwie? Nee, also es ist schon, ich mache ja auch gern, also ich meine, ich mache auch sehr viel Artwork-Sachen. Ich habe ja auch so, bis auf die Viere habe ich fast alles Artwork für Grand Massive gemacht, sei es Shirt und Platten, Covers. Also, und da habe ich mich dann auch ein bisschen mal dran gewagt an Lyric-Videos, also. Es ist zwar einfach, aber ich finde es ganz passend zu dem Song und ja. Ich hatte mal eine Band hier, ich glaube es war ein Arion, und da war ein Video, da dachte ich mir schon, das ist so oldschool, einfach gemacht, so wie wenn wir es irgendwie mit dem einfachsten Editor machen, Video-Editor, und da hat er gesagt gehabt, ja, das ist wirklich so entstanden, weil das war sein erstes Video, er wusste gar nicht, wie es genau geht, und dann dachte ich mir, das ist so geil geworden, weißt du, die das Lyric dann in Gitarrenhals reingemacht und so, weißt du, und das auch hat er, ich muss jetzt gestehen, ich wusste gar nicht, wie es geht, ich habe es einfach probiert, und wenn man es nicht weiß, dann denkt er, ist es cool, weil andere studieren das, aber er macht es so, dass es wie er konnte, und andere wissen es aber nicht. Also in deinem Fall, gut, ich habe es jetzt nur ganz kurz mitverfolgt, wir haben noch gesprochen, wie es gelaufen ist, und ey, ist in Ordnung, passt doch. Ja, es erfüllt seinen Zweck. Es ist ein Lyric-Video. Die Lyrics kann man lesen. Genau, das ist das Wichtigste. Überleg dir mal, während das Video jetzt läuft, gut, wir müssen über den Song reden, Revolution Waltz heißt der Song. Überleg dir mal, ob es ein paar Spinal-Tap-Momente gegeben hat, schon seitdem du dabei bist, wo du sagst, allmächtiger, was denn da passiert ist. Es gibt ja, einer wird bei der Tour aber vergessen im Klo, und hast kein Geld und musst mit Taxis nicht fahren oder so. Und irgendwas, was sagt dir, da ist was Schönes passiert. Vielleicht fällt irgendwas ein, das immer gern genommen und gern gehört. Und die Leute feiern es auch ab. Darf auch mal gelacht werden. Aber da war was Peinliches sein. Überleg dir mal, vielleicht fällt dir was ein. Ich überleg mal, ja. Ein, zwei Storys, vielleicht fällt dir was ein. Muss irgendwas zwischen 2013 und 2021 muss irgendwas passiert sein. Das gibt es gar nicht. Keine Band ist da ohne dem durchgegangen. Also komm, raus mit den Juwelen. Also hier kommt Revolution Waltz. Von welchem Album ist das? Auch von 4. Von 4. Bis zu aktuell. Also es ist immer das aktuellste Album, was du gerade spielst, bis auf Monster und Going into Red. Okay. Here we go. Und
das Lyric-Video, was passt mal auf, was der Alex gemacht hat. Nein, aber extra erwähnt. Nein, die war wahnsinnig. Okay, here we go. Revolution Waltz. Da haben wir den Salat. Da haben wir den Dreck. Ja, jetzt habe ich mir wirklich Gedanken gemacht und tja, wir sind eine ziemlich langweilige Band. Na, Schmarrn, also es ist uns nie irgend sowas passiert tatsächlich. So, dass der Schlagzeuger vom Blitz getroffen worden ist oder... Der hat ein bisschen Blitz beim Scheißen getroffen vielleicht, aber nee. Nee, wir haben echt immer sau viel Spaß, wenn wir unterwegs sind, aber es ist echt so was abartig Krasses, kann ich mich nicht erinnern. Ich habe wirklich jetzt lang nachgedacht und mit meinen anderen Bands ist tausendmal sowas passiert, aber Grand Massive ist so solide, massiv, die Jungs sind alle so ausgeglichen und ruhig, dass da nicht so viel passiert. Perfekter Cue. Ich wollte dich eigentlich fragen, erzähl mal über die Jungs.
Das ist genau, was ich mir eigentlich gedacht habe, was als nächstes kommt. Es geht ja nicht nur um Alex heute, sondern es geht auch um die ganze Band. Gramercive ist ja eine Band, die es ja seit vielen Jahren gibt. Geh mal auf die, erklär mal die Jungs. Ich erkläre mal die Jungs. Ja, also Jochen an erster Stelle ist so ein bisschen das Mastermind der Band. Der hat ja auch irgendwie ein Plattenlabel und ist so der Machertyp, der Gitarrist von uns. Bitte. Genau, Daredevil Records. Und wirklich ein totaler Musik-Nerd, Freak, Metal, Rock. Der weiß alles und der ist echt top und ein cooler Typ. Und ja, und dann haben wir den Peter, der auch so ein sehr kreativer Gitarrist ist. Auch gerade bei der letzten Platte, die 4, hat er recht viel Input gegeben. Eigentlich schon die Songs sehr gut ausgearbeitet. War aber auch ein sehr ruhiger, chilliger Typ. Eher so der langhaarige Mettler irgendwie so richtig. Und ja, der Tobi ist irgendwie eben die Spaßkanone, aber dass ihm sowas Krasses passiert wie so ein Spinal Tap-Moment, da ist viel passiert, aber das kann der Tobi wahrscheinlich eigentlich besser erzählen. Der ist halt leider nicht da auch, aber ja, also er ist mehr so der typische Bassist, der halt Basser ist. Und dann haben wir noch den Raff, der ist erst seit 2018 dabei. Auch ein guter Freund vom Tobi und ich kenne ihn auch schon jetzt ein bisschen länger. Auch ein richtig cooler Typ, der eigentlich auch immer für einen Spaß zu haben ist. Also, aber doch sind wir sehr chillig, habe ich feststellen müssen, ja. Gerade. Perfekt. Also perfekt beschrieben. Man merkt da irgendwie, auch wenn eure Musik hart ist, also es ist schon die härtere Gangart, aber es ist immer noch eine Melodie mit drin. Speziell auch beim Gesang sind immer noch Melodiebögen drin, wo es nicht, wo sagen musst, okay, das ist zu hart, sondern gibt es eine Band, wo dich orientierst, wo sagst du, die gefallen mir schon irgendwie, zum Beispiel Metallica, zum Beispiel, weil du hast ja erwähnt, das waren die ersten Einflüsse auch Metallica. Haben Metallica bei dir ein bisschen einen Einfluss so bei Gesangssachen oder geht es in eine andere Richtung? Gesang vielleicht gar nicht so. Doch, man hört ihn schon ab und an, den Hetfield, so einen ganz kleinen ab und an, wenn man genau hinhört. Ja. Aber so richtig waren es die 90er, die mich gesanglich geprägt haben. Das war so eben Alice in Chains vielleicht, Turbo Negative fand ich super. Life of Agony hat mich wahnsinnig geprägt. Pantera, for example. Bitte? Pantera, sind die auch dabei jetzt ungefähr? Pantera fand ich immer cool, aber war jetzt vielleicht nicht so das, was ich als den Phil so als Sänger total gut gefunden hätte. Aber das waren so meine Einflüsse, glaube ich, so was gesanglich. Aber auch die Klassiker, so Ozzy oder sowas finde ich schon auch immer cool, wenn die Gesangslinien und so. Aber ja, und vor allem bei mir ist es Glenn Danzig gewesen. Okay. Misfits und Danzig, das fand ich schon auch was mich sehr geprägt hat. Ja, hört man vielleicht nicht so raus, aber ja, ab und an. Ja gut, du machst ja nicht nach, es ist eine Influence, es ist ein... Nee, genau. Wie sieht es mit Warpath aus? Warpath kenne ich echt auch schon. Du weißt auch, was ich hinspiele jetzt. Ja. Ja, Wahnsinn. Warpath ist eine coole Band, mit der waren wir auf Tour, eine kurze Zeit und hatten recht viel Spaß, weil es eigentlich auch so ein bisschen überhaupt nicht zusammengepasst hat. Warpath, so Trash-Metaler, weißt du, so richtig schön auf die Mütze und wir so auch manchmal so ein bisschen gediegener und mit mehr Melodie. Und da kam uns auch so die Idee eben zu wahrscheinlich dem nächsten Song, den du ausgesucht hast. Genau, mit dem Dicker. Mit dem Dicker von Warpath, ja, der hat dann bei uns mitgesungen. Also es ist eigentlich auf Tour entstanden, weil ich eben, er hat so eine krass kernige, geile Stimme und ja, die habe ich vielleicht, also sowas Krasses habe ich halt auch nicht, gell. Und die Kombi fanden wir so interessant und dann haben wir da schon irgendwie so auf Tour gesponnen, dass wir den Song irgendwie machen wollen. Und dann hatten wir das neue Material und genau der Song, da kam mir sofort die Idee, dass wir den Dicker da einladen müssen. Ja. Und das ist zum Beispiel was mir in der heutigen Zeit so gut gefällt, dass da so viele Bands das machen, dass sie Gäste einladen,
Ich finde das cool, das hat sich gut entwickelt so. Früher war das selten eigentlich. Da gab es mal Ozzy Osbourne und Lita Ford und sowas irgendwie. Oder mal Deodoro mit Lemmy und so. Aber jetzt gibt es ja fast jeden Monat sind irgendwelche Bands, wo irgendwas gemeinsam machen. Finde ich cool, dass es ist, weil es ja interessant ist. Und ich sehe was, dass Sascha Wermter, auch von unserem Fanclub, geht mir gut in die Lauscher. Das ist doch mal eine gute. Freut mich sehr. Und da hat also noch ein sehr geiler Song mit geiler Message. Also, der Michael Schäfer schreibt, der Sound ist bombastisch. Und das muss ich mir recht geben, wenn man es laut im Kopf hört, euer Sound ist schon geil. Das ist sehr gut produziert. Wo produziert ihr überhaupt? Das ist eine Frage, weil das klingt immer. Also wir haben tatsächlich jetzt so die letzte Platte haben wir selbst aufgenommen, sagen wir mal so, aber haben es mixen lassen von Andy Klaassen. Kennt man noch damals. Andy Klaassen hat schon viele Produktionen gemacht, war früher selber bei Holy Moses und hatte auch schon die Platte davor gemixt. Und die Vocals habe ich zusammen mit einem guten Freund von mir gemacht, den Christoph von Freidorf, ist der Sänger von den Emi Bulls, der hat mit mir die Vocals recorded. Also, und wir machen alle immer so, jeder nimmt irgendwo auf und gemixt wird es dann von jemandem, der wirklich eine Ahnung hat und das ist dann... Und gemastert natürlich. Das Mastering ist wichtig. Das merkt man bei euch. Andy Klaassen ist ein guter. Jetzt muss man... Andy Klaassen, Respekt, klingt sensationell. Also, fällt auch auf. Die Leute schreiben ja, Sound ist bombastisch. Und das ist es, bombastisch. Das ist ein geiler Trash-Metal mit Melody und alles ist perfekt gemischt. Also, bin begeistert. Der nächste Song... My Path. Wir reden dann über den Song, nach dem Song, nach dem Video. Und hier ist er, der Dicker vom Warpath. Und let's rock. Ich hole mir jetzt einen Kaffee. So schaut's aus.
Sehr, sehr cool. Ja. So, der Ja, Peter Grasi hat Moped. 94 mit Sodom gesehen. 94. Da war ich ja noch gar nicht. Ach, ja doch, da war ich schon. So, da hat es wieder. Die Band ist eine absolute Bereicherung. Vielen Dank, es freut natürlich zu hören. Ja, das ist schon cool, wie er singt. Also der Digga von Wopeth hat einfach so ein fieses, tiefes Ding. Ja. Das ist einfach geil. Und ich finde das jetzt, das passt cool. Also bin so froh über den Song, dass wir den Digga da haben durften für den Song. Und My hat er echt Path, geil gemacht. was ist die Message von My Path? My Path ist eigentlich so, I did it my way mäßig, so Frank Sinatra singt es ja schon so und dass man halt einfach so seinen Weg finden muss erstmal. Manchmal sind die vorgegebenen Wege nicht unbedingt die richtigen, ne? Und du suchst und findest nichts und irgendwann wird es dann dein Weg oder vielleicht auch nicht, also das ist so, aber du solltest irgendwo den Weg finden und wenn du denkst, du bist auf dem Weg für dich selbst, dann ist das doch schon mal ein guter Weg und der eigene Weg. Also so kann ich das irgendwie in dem Song erklären. Alright. Mehr gibt es sogar nicht zu sagen. Es ist Na, kurz eigentlich. und schmerzlos, würde man sagen. Ja. Der vorletzte Song, wir sind schon fast durch. Der vorletzte Song, Taurus. Taurus ist tatsächlich noch von der Platte davor. Das ist mal auch nicht so ein aktueller, das ist ein sehr dummiger, schwerer Song. So ein bisschen, der reißt so ein bisschen raus, aber ich finde ihn ziemlich fett. Und Taurus ist so, ja, dieses, was Grand Massive auch damals ein bisschen ausgemacht hat und auch heute noch, diese fetten Riffs und dieses Bergmassiv, diese Schwere, die man auf, ja, was halt Das stimmt. so. Wenn man euch googelt, erstmal, ich habe immer einen Tag Zeit. Ich habe nicht Ja. davor Zeit und immer an den Tag. Wenn dann bei Google Grand Massive, dann kommen erstmal Berge. Berge und Ja. Berge und dann irgendwann, ja, Grand Massive Band. Und dann dürft man muss so aufpassen heutzutage, dass nicht irgendwie eine Band genauso klingt. Und ich hatte schon mal eine Band hier. Also nicht hier, das muss ich absagen. Da habe ich so komplett falsch, die hießen genauso und war eine ganz andere Band. Und dann ist Okay. mir, Gott, die haben überhaupt keine Videos, die Band, wo ich da gebracht hätte. Da muss ich anscheinend so, sorry, ich können wir keine Show machen. Lass uns was machen, wenn ihr was habt. Ja, besser so, haben sie gesagt, ja. Von Fire Rose übrigens. Und da gab es eine andere Band, die hießen auch Fire Rose. Und dachte mir, passt, haben genug Videos, wunderbar. Dabei war es eine komplett andere Band. Da wäre ich schön. Tatsächlich. Ja, Der passiert. Michael Dorman schreit, fight, win or lose. Das hat der Dicker gut gesungen, ja, das stimmt. Fight, win or Ja, lose. siehst du, so hören die Leute zu. Perfekt. Dann würde ich sagen, dann haben wir doch erstmal Taurus raus und finde ich heute besser, dass wir erstmal das Video anschauen und hören wir die Musik an und dann reden wir drüber. Okay? Ja, aber denkt an Berge bei dem Song. Es ist ein Wanderlied. Louis Trenker. Kann ich. Ja, genau, denkt an Louis Trenker. Louis Trinker heute. Ah, ja, genau. Prost, auf dich nochmal, gell? Was trinken wir denn? Ich trinke einen Kaffee mit. Moment. Ah ja. Genau, ich stoß mit dir und Kaffee an. Und ich trinke kein Münchner Bier. Das Psst, ist Hacker sag Pschur, das glaube nicht ich, oder? weiter. Na, es ist kein Münchner, es ist sogar aus der Oberpfalz. Neumarkt, oder? Ist doch in der Oberpfalz. Ja. Neumarkter Bier. Neumarkter Bier. Ich mache jetzt keine Werbung, ich trinke einfach, okay? Jetzt jubelt die Neumarkter. Wenn da welche sind, ja. Irgendwo hockt das ein Vogel, garantiert. Nett gemeint. Also, hier ist Taros und Cheers.
Saugeil. Massiv. Schön massiv. Grand Massiv. Grand Massiv. Was bei Grand Massiv drinsteckt, das ist halt, das haltet auch. Da kommt da was raus dabei. Richtig geil. Ja. Ja, unsere Gitarristen haben schon einen guten, fetten Sound, gell? Das ist ganz absolut. Cool. Ja. Das ganze Compact, also es passt alles zusammen, auch von der Stimme her. Da ist Attitude. So, wir sind fast am Ende. Mein Geburtstagskind darf sich langsam einloggen. Danach bist du gleich dran, mein Freund. Du musst ran an die Paletten. Dann geht die Sause richtig ab hier, oder? Naja, er hat zwar Songs ausgesucht und ich habe Songs ausgesucht. Songs, die wir alle schon kennen, aber die waren einfach meine Lieblingssongs in diesem Jahr waren, kann man sagen. Aber noch sind wir nicht so weit. Jetzt aber nur aus diesem Jahr oder hast du auch alte Klassiker? Wir können alte Klassiker zum Beispiel gar nicht spielen. Wir können nichts von die Labels. Das ist es. Leider. Jetzt kann man so einen Song und ein Video vor allem. Das Video ist der Wahnsinn. Das letzte, ich habe das für das letzte aufgehoben, denn das ist der Wahnsinn. Der Protagonist und die beiden Protagonisten, die da mitspielen, die Frau und der Mann, waren es Schauspieler? Also es waren keine Schauspieler, aber sie haben alle was mit Film zu tun. Und zwar der Typ, der das Video für uns gedreht hat, das ist der Christoph Harrer. Das ist ein langjähriger Freund von mir. Der macht das halt auch beruflich, das ist richtig. Und der hat so manchmal sehr ausgefallene Ideen. Und er hat gemeint, er möchte unbedingt einen Clip machen. Und also wirklich ein bisschen düsteren, beklemmenden, komischen Clip mal. Nicht immer diese Live-Dinger. Und ich meine, er hat ja echt viel Videos schon für uns gemacht. Die Hour of Time ist von ihm. Und ich glaube, noch einen haben wir eben, Going into Red war von ihm. Also er hat uns schon recht viel ausgeholfen mit Videos. Aber da hat er gesagt, er will mal keine Band haben. Und er hat da so ein paar Leute von seinen Workshops und so weiter, die er gerne in dem Video unterbringen wollen würde. Ja, und dann kam ihm die Idee zu diesem Video. Und ich weiß noch, damals, glaube ich, unser Label war nicht so begeistert von dem Video. Und da kam die Zensurschere. Und das fand er auch nicht ganz so geil. Aber dann haben wir so ein bisschen rumgebastelt. Und jetzt sind alle so ein bisschen happy mit dem Video. Und wir haben es dann anlässlich zu Halloween, haben wir es, glaube ich, rausgebracht. Damals, als die Platte kam, weil es dazu ganz gut passt. Ja. Aber das sind keine Schauspieler, das sind eben Leute, die er bei sich im Kurs hatte oder kannte und hat gemeint, die passen auf jeden Fall, die machen da mit, die haben da Lust drauf und ja. Du bist ja recht begeistert von dem Typen, ne? Selten ein Video, wo es so beklemmend ist und wenn man das ja sehen würde, da war die Zensur ja richtig gewesen, weil das ist, weil es eben nicht siehst, du denkst ja deinen Teil. Und wer kam da? Also er kam auf die Idee mit den Totenköpfen. Der Collector heißt der Song. Das ist unglaublich. Genau, Collector, ja. Und es ist alles aus seinem Kopf entsprungen. Da haben wir gar nicht so viel Einfluss drauf gehabt. So, jetzt hole ich unser Geburtstagskind rein. Das zweite Geburtstagskind. Ja, hol's mal rein. Genau. Ja. Er ist es. Sieht aus wie eine Frau, aber mein Gott, mit der langen Haaren. Aber... Da ist er. Hallo. Peter. Alles Gute zum Geburtstag, Peter. Dankeschön. Peter ist auch Moderator bei uns. Der hat immer die Donnerstagshow, das Metal-Wunsch-Konzert. Mhm. Wenn du mal Lust hast, dass du geile Mucke hörst, also das sind unsere Fanclub-Mitglieder, die suchen sich dann aus und er moderiert es. Ich produziere es und er moderiert. Macht er sensationell, der Peter. Happy Birthday, lieber Peter. Vielen Dank. Freue mich. Er ist 25 geworden, sieht aber älter aus. Ja. Ein bisschen. Nee, aber halt wie 26 oder so. Ja. Aber wenn du die 25 umdrehst, dann weißt du, wie alt. Ja. Ach, 52, aber sieht jünger aus. Aber wenigstens bin ich in der Runde mal ein Jungspund, das freut mich sehr. Aber was auch noch ein paar Jahre. Was sagst du zu Grand Massiv? Massive Musik, also richtig geil. Danke. Vor allem, das hat so was Verstecktes, Doomiges mit drin. Ja. Finde ich.
haben wir auch gerne oder hatten wir auch gerne in den älteren Songs mehr, jetzt ein bisschen weniger, aber doch immer wieder taucht Blitz, so unser Doom-Fabel raus, ja. Und schön genau. Hart, also so richtig akzentuiert harte Musik, richtig geil, muss man sagen. Cool, danke. Liebe Zuschauer, ihr könnt jetzt mal schon euch, heute machen wir es ein bisschen anders, normalerweise kommen das immer beim Song dann. Heute könnt ihr euch beim Alex verabschieden und ich blende es ein. Das erste Wort gleich mal der Peter Krause. Ja. Mir auch, also voll cool. Weiterempfehlen. Wenn ihr geile Bands wisst, unser Tom Gindorf, der ist unser Mann, der gibt Gas. Der hat euch ja auch verbrochen. Nicht, Mann. War sehr geil, Alex. Klasse Musik, weiter so, schreibt der Michael Lohrmann. Chapeau. Danke. Der Dandy Rocks tut erstmal, glaube ich, den Hirschi gratulieren. Dankeschön. Dann der Peter Hirsch schreibt, Servus Metal jetzt nochmal, hätte es ja sagen auch können. Ja. So, sehr coole Musik, bitte Autogramm für mich. Schreibt er. Genau dieser Autogramm-Sammler. Bitte schreibt Michel für Michel Autogramm, das wäre ganz nett. In das Paket meinst du mit rein? Ja, genau. Sowas. Okay. Der Heli ist ja in der Nähe München. Merci, Bur, super war's. Servus, Alex. Ja, merci, Heli. So, der Michael Höger schreibt, Alex war geil. Daniel, unser Neuzugang, unser Vorletzter Nummer 74. Peter ist für dich und für dich, Alex. Und für mich. Harald Alzenauer, auch ein ganzer Lieber, auch Metalhead und unser Fanclub-Mitglied. So, oh, cool. Das haben wir noch nie gemacht. Zum ersten Mal, dass wir das machen. Vielleicht werden sie auch weiter sind. Das gefällt mir nämlich da. Da können nämlich die sich verabschieden von den unseren Gästen. Ja, Thomas, doch. Sowieso danke auch an dich. So, weiter geht's. Der Michael Schärfel, unser Champion. Die Gisela. So. Das freut mich alles. Das ist so voll gut. So sind wir zu dir. Ja, und ihr feiert jetzt dann auch noch richtig weiter. Das ist auch schön für euch. Was kann man denn mit 57 noch feiern? Weiß ich nicht. Immer was zu feiern. Unser ja. Leben. Jo, euer Leben. Das ist ja. Eigentlich wahr. Das ist eigentlich wahr. Und gute Musik könnt ihr auch feiern. Auf jeden Fall. Genau. So schaut's aus. Lieber Alex, grüß mal die Jungs. Mach ich. Liebe Grüße an Grand Massive. Macht's weiter so. Und wenn ihr was Neues habt, neues Video, einfach schicken. Ich spiele es ganz gerne wieder. Ihr werdet sowieso gespielt, wenn das Fanpaket da ist und wir was von euch verlosen, wird eh eure Musik gespielt. Das kommt mal dazu. Cool. Also sage ich jetzt auf Wiedersehen zu euch. So schaut's aus. Raus. Oh. Nee, dann nochmal vielen Dank für die Einladung auch und ja, und an alle Zuhörer, macht es gut und eine schöne Adventszeit. Wir sehen uns und hören uns, hoffe ich, bald wieder. Genau. Ciao. Und viel Erfolg, Alex. Facebook-Seite habe ich immer wieder mal gepostet. Geht's drauf, liked die Band, support die, kauft sie die Sachen, Merch. Die Band braucht auch Support und wird mit sicher nicht enttäuscht. Die machen wirklich geile Mucke. Mhm. Lieber Alex, danke dir von Herzen. War super. Wir waren fest. Jetzt kommt mein liebes Video von euch. Das ist das krasseste von allen Videos dieses Jahr, glaube ich, ist das krasseste von allen. Hier ist der Collector. Ciao. Ciao. Servus. Ciao, Alex.
close your eyes and take control. I pin your body on my bedroom wall. While the birds are singing songs of a new age, your soul is drowning in my cold sea. A rusty cage is becoming a new world. You will die alone with me, and you will never find your way back home. No, you will never see the light of day. I seek you, find and keep you, stand in my private hell. I tear a black hole. Steal your tongue and make you blind. I break your leg so you could not go. Why put your heart in my heartless soul? Thank you.